Moin moin und hallo, der Weihnachtsmann war da gewesen. Der ist mir aber egal, ihr seht ja schon, worum es geht. Feuerwerksprospekte 2014. Ja, der Weihnachtsmann schickt mir jedes Jahr mal pünktlich zu Weihnachten eine Grippe, beziehungsweise, okay, Grippe ist ein bisschen übertrieben, aber halt eine fiese Erkältung. Das heißt, es wird in den Videos und wahrscheinlich auch wieder in den Silvester-Videos 100% mehr Geschnaufe, Geschniefe und Gehuste geben. Juhu! Mal gucken, wie das Video durchhalten soll. Die Nase und so weiter ist alles zu. In den letzten Tagen ging eigentlich gar nichts, deswegen waren auch so wenig Videos von mir zu sehen. Ich hoffe, ich halte jetzt die nächsten Tage einigermaßen durch. Okay, wir wollen aber nun zum Wichtigsten ankommen. Feuerwerksprospekte dieses Jahr. Ich hätte gerne die Videos ein wenig früher schon gemacht, 2, 3 Tage, aber dieses Jahr liegen die Verkaufstage ziemlich doof. Beispielsweise Netto mit dem Hund habe ich erst heute im Laden gefunden, am Heiligabend, sehr, sehr früh. Natürlich alles schon online verfügbar, aber ich habe die dann doch gerne lieber in der Hand. Und wir fangen dann erst einmal an mit McGuides. Wie jedes Jahr, ich werde jetzt immer nicht zu jedem Artikel sagen, die Kollegen auf YouTube und so weiter, gibt auch einige, die dann halt jedes Prospekt einzeln komplett durchgehen. Wenn euch was fehlt, könnt ihr dann gerne da schauen. Bei mir gibt es halt nur eine kurze Zusammenfassung praktisch für mich für die besten Sachen, beziehungsweise halt Preis-Leistung und so weiter. Okay, McGuides hat eigentlich für mich erstmal gar nicht groß viel. Hier 395 wieder so eine normale Heulerbatterie, 100 Schuss, die wir überall finden. Dann ein Familiensortiment für 9,95. Hab sie auch hingeschrieben. Das sind wahrscheinlich alles nur kleine Schüttraketen, also ohne Zerleger. Außer die 3 Raketen, die ich hier sehe. Ist für 10 Euro jetzt nicht unbedingt gerade so doll. Das zieht sich dann auch weiter durch den ganzen Prospekt. Nicht wirklich allzu viel Interessantes, meiner Meinung nach, vorhanden. Ja, vielleicht, wer will, hier 4 kleine Feuervögel. Ja, die Kometenfinale sieht man nun auch mittlerweile fast jedes Mal. Keine Weco-Batterie. Ich denke mal, irgendwie mit so einem Heuler- bzw. Wirbelaufstieg-Kicker könnte es eventuell sein, umgelabelt. Das einzige Interessante für mich sind die kleinen Pfeifraketen hier von Weco. Nicht die Space Sound, sondern angeblich mit einem kleinen Knalleffekt. Kennt man ähnlich wie von den Panda Mini 5 Raketen, die mir eigentlich ziemlich viel Spaß machen. Jetzt nicht gerade für 24 Uhr das Beste, aber so ein bisschen zum Warmschießen. Ganz nett, kleiner 5, Knall auch gar nicht mal so leise, also macht auf jeden Fall Spaß. Ja, hier noch Fragezeichen gemacht. 5x10 Schuss Röhli für 1 Euro, wer sowas haben will. Denke mal, sind jetzt aber unbedingt nicht die besten Röhlis. Ja, dann mal wieder ein paar Verbünde, wie man mittlerweile öfters in den Läden sieht. Mit den Verbünden selbst beschäftige ich mich fast gar nicht. Ja, kann euch dazu auch nicht allzu viel sagen, weil wenn, dann kaufe ich mir die Artikel selber. Und wenn ich mal mehrere Sachen schieße, dann stelle ich mir das selbst zusammen. 2 kleine Vulkane, die werden aber jetzt nicht allzu gut sein, nehme ich mal an. Dann wieder ein paar Raketensortimente, aber wenn man dann jetzt hier sieht, 1, 2, 3, 4, 5 Raketen, okay, noch ein bisschen klein Mist da unten, was weggeschnitten wurde, ist jetzt aber auch nicht unbedingt so gut, also wenn wir nachher an den größeren Discounter noch, sag mal, bessere Warmschießsortimente finden, und deswegen würde ich auch mit Geiz hier schon überspringen. Ordnungshalber hier mal nur noch halbe Schinken, wie es heutzutage oft ist. Trainerter Knallketten gibt es woanders auch. Beziehungsweise dann sind es 200 Knallketten, aber jetzt nicht viel teurer, beziehungsweise eher deutlich günstiger. Gut, okay, 20 Reiber, Great Bang für 1 Euro ist okay. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite her. Habe jetzt hier nichts groß weiter gefunden. Hier noch drüben ein paar Sachen für Leute unter 18. Und dann war es das erstmal mit
Geiz, wir fangen ganz sachte an und muss mal gerade eben gucken, womit machen wir weiter. Ich schätze mal, ganz gut wäre Aldi Nord. So, dann fangen wir bei Aldi Nord erst einmal mit der üblichen Raketenübersicht an. Erlaube mir mal wieder den kleinen Spaß hier. Ich habe nämlich das Prospekt von 2007 und jetzt vergleichen wir mal mit den heutigen von 2014, also 7 Jahre später. Wir sehen, die Aufmachung ist ein bisschen anders, aber exakt 3 Sortimente sind immer noch dieselben wie vom Frühjahr, nämlich das Targa-Raketen-Set. War sogar früher noch 1 Euro billiger gewesen. Indianapolis, kennt nun mittlerweile auch jeder, Preis ist gleich geblieben. Dann das Cobra-Sortiment, gab es auch früher schon. War halt sogar noch wieder 1 Euro billiger. Und dann gab es früher noch das Viper-Sortiment. Das wurde jetzt durch den Goliath-Sortiment ersetzt. Und das ist mein großes Problem mit Aldi Nord. Also es gibt noch dann ein paar andere Läden, die finde ich vom Sortiment her deutlich besser. Aldi Nord bzw. bei Lidl Süd, nee, bei Aldi Süd. Das ist auch nicht groß anders. Haben zwar immer ein sehr stabiles Sortiment. Auch nicht unbedingt schlecht, aber mir fehlt da mittlerweile wirklich langsam die Abwechslung. Ja, zu den Sets hier möchte ich nicht allzu viel groß sagen, sind bekannt, die Vego-Bombenraketen und so weiter, Indianapolis und so weiter habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, brauche ich nicht mehr, da kommen wir nämlich auch noch zu Norma zu sprechen, die Nico-Raketen finde ich irgendwie doch deutlich besser, auch Lidl hat ähnliches Angebot, deswegen ist es mühselig, da jetzt wieder jeden Artikel in einzeln durchzuknabbern. Auf der nächsten Seite haben wir wieder das Space on Fire Sortiment. Finde ich für 18 Euro jetzt nicht so schlecht, so ein bisschen zum Warmschießen. Ein paar kleine unterschiedliche Sachen. Ich glaube sogar eine Batterie war mit ein bisschen Zerleger dabei. Also ganz nett. Ja, die große Vego Gladiator. Einige finden sie ziemlich gut. Auch vom Zerleger und von der Effektbreite her ziemlich groß. Mir ist aber einfach, wie es auch hier steht, mit meiner Krakenstift zu lahm. Also viel zu langsam. Die Vego Barracuda ist im Original die Voodoo Star für 16 Euro. Gibt es in zig verschiedenen Läden, jetzt nicht unbedingt in die noch kommen, aber auch gerade andere Läden. Ich glaube, kann mich dran erinnern, vor 2 Jahren oder so, da habe ich insgesamt die Voodoo Star unter 5 bis 6 verschiedenen Namen bei mir in der Umgebung gefunden in den Läden. Super für den Otto-Normalverbraucher, da wird wieder ein großes Sortiment vorgegaukelt. Ja, dann verschiedene Batterieverbünde. Wie gesagt, allzu viel habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich meine, hier nur mal so als Beispiel, Columbus Z4 1999. Da habt ihr 5 Batterien bei. Einmal die Bloody Mary hier in der Mitte und 4-mal die Boxer-Batterie. Ja, meine Boxer war früher eine gute Batterie. Ist aber jetzt so im Nachhinein betrachtet nicht mehr so doll. Bloody Mary ist natürlich immer toll. Wenn man aber dann so vom Preis von, sagen wir mal, ja, knappen 4 Euro geht, 4, 8, 12, 16, 20 Euro, ja, ist okay, gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Und zu den anderen Sortimenten, hier Batterieverbünden, überspringe ich mal. Dann die Vego Pegasus, original auch Sirius, gibt es auch im Aldi Süd unter der Palermo, wieder schönes Namenfestival hier, kleine Fontäne mit viel Quetling, bin zwar nicht der große Quetling-Freund, im Fontänen kann das aber gerne drin sein und die gefällt mir doch ziemlich gut, hat 3 verschiedene Phasen, gerade die letzte Phase mit dem Quetling hat eine ziemlich große Ausbreitung gehabt bei mir, also durchaus eine Kaufempfehlung von mir, beziehungsweise ist eine Kaufempfehlung. Dann wie immer die Vego Poison alias Aquila oder Aquila, je nachdem wie man es nennen soll, mit nochmal zig verschiedenen Namen. Ja, für 3 Euro, ich habe jetzt mal ein Häkchen dran gemacht, ist natürlich eine Kaufempfehlung, hab da noch einige Sachen von, denke mal, da muss ich nichts groß zu sagen. Die Copernicus gab es früher auch schon, sehr oft. Hell of Wheels. Wird man auch in anderen Läden finden. Heuler Batterie. Mega Starship für 8,99.
für 9,99 2x100er Schussbox. Van Gogh ist auch schon ewig dabei, genauso wie die Titan Power Shots. Also nichts groß Aufregendes. Da sind wir auch sogar schon bei der letzten Seite, wie ich sehe. Die Power Knallketten sind, glaube ich, 50 Cent oder so billiger geworden gegenüber dem Jahr, gegenüber dem Vorjahr. Kann man sich geben. Und kurz nochmal ein bisschen versuchen, schärfer zu stellen. Und ja, dann war es eigentlich dann hier noch, sieht mir jetzt nicht gerade doll aus, dann noch für 1,99 das Dynamit-Back, kleines Böller-Sortiment. Finde ihn eigentlich von der Menge her und so weiter recht in Ordnung, habe ich auch oft immer mitgenommen. Allerdings muss man hier aufpassen, beziehungsweise Weco hat hier wohl ziemliche Probleme bei den Sortimenten. Das ist nicht das erste Mal und auch nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen gewesen, dass die Böller ziemlich nass sind und feucht und dementsprechend auch oft mal auch gar nicht funktionieren. Muss man sich am besten mal nah ein bisschen die Tüte angucken, ob da groß viel Dreck ist oder ob die irgendwie nass und feucht aussieht. Ansonsten für 2 Euro kann man durchaus nehmen. So, das war Aldi Nord und wir machen dann gleich weiter mit dem nächsten Prospekt.